Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Tales of Systeria. Kann ich das jetzt ansprechen? Nein. Kann ich jetzt hier weiter durch? Ja. Oder auch nicht. ここはどうしよう生み出すために作られた祭壇なんです。浄化の炎を操れないと開かない仕掛けになっているのですが。なんだって？それじゃあ、同士になれなかった人は、ここから出られず。はい。悲しい時代の産物ですわ。スレイさんはすでに私にこし入れしています。力もどんどん馴染んでいる。 すでに浄化の炎をある程度操れるはずです。なるほど。それでこの燭台に火を灯せばいいんだな。はい。ですが、この先はここで倒れた同士になれなかった人たちの思いが汚れとなり、淀みのようになっていますの。氷河がうごめいてるってことか。はい。注意が必要ですわ。わかった。 Na, großartig, das macht dir schon so richtig Freude. Silberflamme. Drücke Steuerkreis nach oben, um eine Silberflamme nach vorne zu wirken. Du kannst sie unter anderem nutzen, um fackelähnliche Dinge zu entzünden oder unreine Hindernisse zu beseitigen. Wenn du feuerempfindliche Feinde triffst, kannst du ihr einen Kampfvorteil verschaffen. Okay. Nicht schlecht, ich sollte nur noch treffen. Treffen. Danke. Okay. Gut, da sollten wir einmal das, womit wir Sachen machen können, und damit alles Weitere haben wir noch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht dann später jedes Steuerkreuz dann einmal belegt ist. Hi, Kumpel. Kumpel? Geht doch. Gesundheitswiederherstellung. Talent. Gesundheitswiederherstellung. Mit diesem Talent kannst du mit der Zeit KP wiederherstellen. Während du umherläufst, setze es ein, um in neu entdeckten Gebieten mit starken Feinden gesund zu werden. Es warnt dich zudem, wenn du einen Kampf mit angeschlagener Gesundheit beendest. Deshalb ist diese Begabung nützlich, wenn du dir wegen deiner Chance im Kampf unsicher bist. Okay. Nein, ich hier mal die falsche Taste drücken. War das hier bei Artis? Nein. War das bei Kampfaktionen? Was wollt ihr von mir? Aktionspunkte, Snackzubereitung. Gesundheits... Ah, Leila hat das. Okay. Bernstein-Tiara. Ach, guckt mal, gut, dass wir uns das nicht gekauft haben. Nein. Das ist unglaublich. So. Tiara. Bernstein-Tiara. So, da soll ich hin? Hi, Kumpels. Geht es da? Nee, das ist eine Sackgasse. Sehr schön. Oh mein Gott. Ist halt ein paar mehr. Speiangriffen. Oh Gott, ich würde es sehr gerne nebenbei alles lesen, ne? Aber. Aber nicht so einfach. Kombo-Effekte. Kombos aus kriegsverborgenen und seraphischen Artes haben einige Effekte. Verringerter SK-Verbrauch abhängig von der Anzahl der genutzten Kriegsartes. Höherer Schaden abhängig von der Anzahl der genutzten verborgenen Artes. Längere Taumeldauer von Feinden je nach Anzahl der genutzten seraphischen Artes. Sie wirken nur bei Einsatz mehrerer Artes-Kategorien. Bei 3x Kreis X profitiert nur der vierte Angriff.
Ich muss gestehen, dass diese ganzen Erklärungen noch etwas viel für mich ist. Gut, ich muss ja gestehen, es ist mein erstes Spiel aus der Tales of Reihe. Es gibt noch Tales of Xillia, Tales of Symphonia und was weiß ich noch alles. Und da denke ich mal, war vielleicht dieses ganze Kampfsystem ähnlich so, dass andere, die das jetzt spielen, vielleicht schon ein bisschen vertrauter damit sind. Für mich, muss ich zugeben, sind das alles noch ein paar sehr, sehr viele Informationen, aber ich hoffe mal, dass ich mit der Zeit da ein bisschen reinwachsen werde. Okay, dann machen wir es doch mal. Okay. Alles in die Verteidigung. Ich gehe auf Angriff. Passt schon. Klappt doch gut. Oh mein Gott, es sind aber echt ein paar viele. Was? Darf ich mich jetzt so verwandeln wie im Trailer? Amatisiere mit L1. Poesmeima. Sehr schön, sehr schön. Oh my goodness. Amatisierung. Drücke im Normalzustand L1, um eine Stoßanzeige zu verbrauchen und zu amatisieren. Du wirst die Kraft der Seraphim anrufen und eine gewaltige Waffe erhalten. Durch die Amatisierung profitierst du von kombinierten Angriffen, Arteangriffen, dem Fokus, den KP und den Fertigkeiten beider Gruppen. Amatisierung hilft, sogar wenn Soleil K.O. ist, kann ihn jeder Seraph mit mindestens 1 KP und SA wiederbeleben, wenn du L1 drückst. Okay. Oh mein Gott, das sieht episch aus. Alter Schwede. I love it!決まったな。スレイさん、素晴らしいですわ。神にこそ同志たる証。これで本当の意味で同志となったのです。でも危なかったな。土壇場で力が目覚めたってことなのかな。はい。一時はどうなることかと思いました。本当に素晴らしいですわ、スレイさん。そんなに褒められると照れるな。 スレイさん、もう氷馬は倒したことですし、そろそろカムイを解きませんか。どうやるのかな。は？解けないんだけど。ええー、そんなことってあるんですの。こっちが聞きたいよ。なぜか大地の記憶も見れないかと思えば、信じられない速さでカムイの力を発現させ、そして解除できないなんて。 スレイさんは、はちゃめちゃですのね。はちゃめちゃ同士。<笑>ライラー。あ、溶けた。カムイを発動した後は、自然に溶けるのを待つことにしましょうか。しばらくすれば、きっと自在に操れるようになりますわ。
So, dann, ne? Untermenüs 3. Ah ja. Artes und Amatisierung. Auf dem Artes-Bildschirm jeder Figur kannst du mit L2 und R2 zwischen verschiedenen Artetypen wechseln. Du kannst dir eine Liste der verborgenen Artes anzeigen lassen und die Einstellungen für seraphische Artes ändern. Darüber hinaus kannst du dir auch andere Artes ansehen, die im Kampf eingesetzt wurden, wie zum Beispiel Verbannungsstoß und Verjüngung. Szenario-Fertigkeiten. Im Verlauf der Geschichte werden den Titeln von Figuren Szenario-Fertigkeiten verliehen. Du kannst dir ansehen, indem du im Bildschirm Ausrüstung Titel auswählst. Okay. Ah, Bernsteinmontur haben wir noch. Okay. Gut, dass wir uns den ganzen Schmarrn nicht gekauft haben. Leila. Bernsteinmontur. Versuchen wir es mal damit. Okay. Hey, Kumpels. Noch funktioniert es ja alles ziemlich gut, aber ich denke, wenn richtige Gegner kommen, dann wird es noch etwas komplizierter. Was sind jetzt schon wieder? Schwächen und Resistenzen. Feinde weisen zahlreiche Schwächen und Resistenzen gegen die fünf Elemente auf. Licht, Elementar, Feuer, Erde, Wasser, Wind. Deshalb richtest du mehr Schaden an und nutzt weniger SK, wenn der Feind gegen den Angriff eine Schwäche aufweist, während du weniger Schaden verursachst und SK langsamer auffüllst, wenn der Feind resistent ist. Schwächen und Resistenzen wirken sich jedoch auch auf andere Weise auf den Kampf aus. So, dann haben wir hier noch einen Monolithen. Amatisierung. Hauptmerkmale der Amatisierung. Kreis für verborgene X für seraphische Artes. Maximal 3 Treffer-Kombo. Fokus auf Schaden. Effektangriffe mit legendären Waffen, Wegzeit seraphische Artes stark verkürzt, verbesserte Heilung, blockieren seraphische Artes möglich, R2 bei Ruhe zum Wirken von Verjüngung, R2 in Kombos für Verbannungsstoß, vergiss nicht, dass du nur halb so viele Angriffe wie sonst ausführst. Okay. Wie weit sind wir denn hier? Ah, ein kleines Stück haben wir noch vor uns, aber nicht mehr ganz so weit. Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe was gehört. Diese Mistviecher, ne? Gucke ich mich einmal um. Nee, du bleibst hier. Ein neues Arte. Stoßanzeige. Die Stoßanzeige zeigt eine ruhende Kraft an, die dich beflügeln kann. Normalerweise kannst du bis zu 3 Stoßanzeigen speichern, die du mit R2 entfesseln kannst, wenn du eine von verschiedenen Kampfaktionen eingestellt hast. Nach Freischalten der Stoßanzeige und der Amatisierung wird die Stoßeinstellung zum Strategiemenü hinzugefügt. Je niedriger die Anzeige, desto schneller ist die Wiederherstellung. Es hindert dich also nichts daran, dich auszutoben. Falsch wieder mal. Ich bin echt noch überfordert. Aber okay. Schmetterzahn. Okay, und den habe ich jetzt. Wenn ich also je nachdem... Okay, wenn ich den nach links und rechts bewege... Ach du Scheibkleister, ey. Ja, Schwächen und Resistenzen, das hatten wir schon. Ein leeren Ring. Wie ich immer auf das falsche drücke, es ist unglaublich. Ah, den hast du sogar schon, ja, okay, nichts Besonderes. Obwohl, Moment, vielleicht ist das ein verbesserter.
kann ja auch sein. Ist sogar ein verbesserter. Okay. Ich wollte gerade sagen, ist hier noch eine zweite. Okay, ich soll nach rechts gehen. Lass mal hier hin. Ich hab's gehört. Ich hab dich genau gehört, Kumpel. Okay, es ist wirklich so, je nachdem, in welche Richtung ich den Controller halte. Je nachdem löst er ein anderes Artes aus. Figurenwechsel. Ach genau, da war ja was. Wenn du im Kampf die Steuerung zur nächsten Figur rechts wechseln willst, öffne das Menü mit Dreieck und drücke Options. Wenn du deine Standardfigur für den Kampf wechseln möchtest, kannst du das im Hauptmenü tun, wenn du nicht im Kampf bist. Das ist alles. Ganz einfach. Oh, noch etwas. Es gibt wohl einige Kampfaktionen, die du nur auf einem höheren Schwierigkeitsgrad bekommst. Den Optionen? Es ist da die Hilfe. Was zum Henker? Ich möchte... Ah, Moment, das hatten wir doch schon mal. Da... Das möchte ich mal ausprobieren. Einfach so... aus Interesse. Die Tür rührt sich nicht. Sie scheint durch eine Art Fackel-Wandleuchtervorrichtung verschlossen zu sein. Ist denn hier etwas? Ich sehe nicht jedoch etwas, was ich anzünden könnte. Vielleicht kann ich da erst später rein. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier was anzünden könnte. Oh Gottes Willen. Alter. Erschreckt mich doch noch mehr. Ah, jetzt spiele ich Layla. Okay, ich verstehe. Ah, sehr schön. Laylas Kampftalente. Der Kern von Laylas Kampfstil ist das Verstreuen und baldige Anzünden von Papierblättern. Sie mag im Nahkampf leicht verwundbar sein, doch wenn sie die Überhand gewinnt, helfen ihr ihre überwältigenden und undurchdringlichen Angriffe, sie auch zu behalten. Einige ihrer seraphischen Artes zwingen sie, sich ins Kampfgetümmel zu stürzen, aber ihr hoher Arteangriff macht das Risiko häufiger wieder wett. Ah, ich verstehe. Ah, da sind wir. Aber die Frage ist... Ich konnte da hinten jetzt nicht rein, ne? Ich glaube, das geht aber auch noch gar nicht. Hoffe ich zumindest. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Mal speichern, weil ich meine, wir haben ja eine Menge geschafft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.